Die Insider des Tages. Herzlich willkommen auf OE24TV und schön, dass Sie eingeschaltet haben zu den Insidern. Ja, die Sozialdemokraten, die haben ja mächtig zu kämpfen. Von der Regierungspartei wurden sie nun auf die Oppositionsbank gesetzt und das gelingt ihnen nur mit mäßigem Erfolg. Die Spitze alias Christian Kern wirft hin, zumindest als SPÖ-Chef. Ja, ein Chaos innerhalb der SPÖ ist das und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht, auch wenn Pamela Rendi-Wagner nun die Nachfolge antritt. Jetzt wird es auch noch persönlich bei der SPÖ und genau darüber wollen wir unter anderem jetzt bei den Insidern sprechen. Und ich möchte meine Gäste hier herzlich begrüßen, unter anderem erst einmal Isabel Daniel, unsere Polit-Insiderin, die mit mir hier durch die Insider führen wird. Herzlich willkommen. Und natürlich dann meine Gäste. Josef Czap ist mit dabei, ehemaliger Clubobmann der SPÖ und auch enger Vertrauter von Michael Ludwig. Herzlich willkommen. Dann Andreas Kohl, langjähriger Clubobmann und Architekt von Schwarz-Blau 1. Herzlich willkommen zur Insiderrunde. Okay. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich begrüßen Andreas Mölzer. Er ist Publizist und Ex-FPÖ-EU-Abgeordneter. Grüß Gott. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und natürlich Peter Pelinka, Journalist und Autor. Der ehemalige News-Chefredakteur ist auch Kenner der SPÖ. Schön, Hallo. Dass Sie dabei sind. Wir wollen gleich über die SPÖ sprechen. Isabel, es tut sich mal wieder einiges, allerdings nicht zu positiv, zumindest aus Sicht der Sozialdemokraten. Denn jetzt wird es persönlich. Einerseits distanziert sich Pamela Rendi-Wagner ganz klar jetzt von Christian Kern. Andererseits mischt sich sogar jetzt die Ehefrau von Christian Kern in diese Personaldebatte mit ein. Um was geht's genau? Eben, es ist persönlich geworden, wahrscheinlich aus der Sicht vor allem der Familie Kern. Pamela Rendi-Wagner war ja gestern im Konkurrenzsender, also beim ORF im ZIP2-Interview und da hat sie mehrmals eine ziemlich deutliche Distanzierung zu Christian Kern erkennen lassen, obwohl sie eigentlich seine Wunschkandidatin als SPÖ-Chefin war. Und auf die Frage von Armin Wolf, warum man ihr eigentlich glauben solle, dass sie bis 2022 SPÖ-Chefin bleiben werde, hat sie dann den Satz gesagt, der doch recht bemerkenswert ist, weil ich nicht Christian Kern bin. Es hat dann eine knappe Stunde gedauert, bis Eveline Steinberger-Kern, die Ehefrau von Christian Kern, auf Twitter geantwortet hat und gepostet hat mit einem Link der ZIP2, also dieses Interviews, dass Christian Kern-Bashing ist offenbar der neue Volkssport in Österreich, ist eine eindeutige Retourkutsche. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Indiz, dass das Ganze doch unruhig weitergeht. Ich glaube, ein bisschen der Hintergrund ist, dass Pamela Rendi-Wagner und ihr enger Vertrauter Thomas Trotzter, der ja auch Bundesgeschäftsführer wurden, nun mal in der Öffentlichkeit natürlich wahrgenommen werden als Protégés von Christian Kern. Er hatte beide in die Politik geholt, er hat sich Rendi-Wagner als Nachfolgerin gewünscht und in der SPÖ ist die Stimmung gegen Christian Kern mittlerweile, was kann der Josef Czap, je nachdem, ob er, wie offen er darüber reden will, vielleicht besser schildern, doch ziemlich aufgebracht wegen der Art und Weise, wie Christian Kern jetzt den Vorsitz hingeworfen hat. Und vielleicht leiten wir da gleich an den Josef Czap weiter. Genau, sie hat wie persönlich ist denn das Ganze jetzt in der SPÖ? Also sie hat dokumentiert in dem Interview, dass sie ein eigenes Standing hat, dass sie ein eigener Faktor ist, dass sie eine eigene Meinung hat, dass sie nicht die Frau von jemandem, dass sie niemanden verpflichtet ist, schon gar nicht dem Christian Kern, sondern dass sie sich jetzt fühlt und vorbereitet als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei und damit als Oppositionsführerin der stärksten Oppositionsgruppe. Sie hat auch angekündigt, dass sie mehr will. Sie will hier wiederum das Klima in Österreich wenden, zum Guten in dem Fall, nicht hier dafür und dafür sorgen, dass wirklich die Opposition wieder Tritt fasst. Und das hat sie getan und ich finde, der Satz, weil ich nicht Christian Kern bin, beinhaltet alles. Und das ist auch richtig so, denn für den Schlamassel des Übergangs ist sie nicht verantwortlich. Und ein Großteil der Kritik,
die berechtigt ist, die war natürlich an Christian Kern gerichtet. Also so einen Tag, Sie haben das also aus der Journalistenperspektive miterleben dürfen, habe ich in meinem ganzen politischen Leben noch nicht erlebt. Ja. So ein Durcheinander, und das, man, die anderen Parteien haben auch oft ein Durcheinander. Also der ÖVP war es auch immer gerade so locker, aber nachmachen muss man die ÖVP nicht. Also dieser Tag war jedenfalls kein Ruhmesblatt, wie viele gesagt haben. Der Landeshauptmann von Kärnten, Peter Kaiser, hat gesagt, das war ein kommunikatives Desaster. Das ist richtig, das wurde auch als solches kritisiert. Und jetzt ist es vorbei und jetzt gilt es, dass man da einen neuen Weg einschlägt. Mit Ehefrauen pflege ich nicht öffentlich zu diskutieren. Wie sehen Sie das denn? Sie, Pamela Rendi-Wagner hat auch selbst eben in dem Interview gesagt, sie war bei dieser Kern sozusagen seinem Statement eben das Amt zu verlassen, selbst nur Passagierin, also hat selber nichts davon gewusst, dieser holprige Übergang und jetzt die ganz klare Distanzierung zu Christian Kern. Ist das ein guter Weg, jetzt in dieses Amt einzutreten? Also ich wünsche Pamela Rendi-Wagner alles Gute, viel Erfolg im Interesse der Republik. Da ist der, die Obfrau einer staatstragenden Partei immer wichtig. Und sie hat wie alle ein Anrecht darauf, dass man sie einmal eine gewisse Zeit lang schont. Also ich werde halt kein schlechtes Wort über sie sagen und werde sie auch nicht kritisieren. Was mich stutzig gemacht hat an dem Interview war, dass sich die Dinge wiederholen. Es ist ja, wie wir inzwischen wissen, die Entmachtung von Werner Faymann planmäßig erfolgt. Da haben sich zwei verschworen mit anderen, das war Zeiler und Kern. Und Zeiler hat das ja ganz unverblümt hinterher die ganze offengelegt. Und auch damals hat der schon im Pektore existierende Parteiobmann Kern noch zwei Monate vorher Stein und Bein geschworen, dass er nie Parteiobmann sein werde, würde oder nie daran denken würde. Und diesmal war es so, dass sich das jetzt wiederholt irgendwie. Nämlich die Kleine Zeitung hat vor einigen Tagen so einen Absatz drinnen gehabt, dass bereits im Mai es Gespräche zwischen Christian Kern und der jetzigen Kandidatin gegeben habe. Und dass das Ganze doch von längerer Hand vorbereitet sei. Muster, Zeiler und Kern vor drei Jahren. Ich will ganz kurz unterbrechen. Der Werner Faymann hat aber nicht mit dem Christian Kern oder mit dem Zeiler über seine Ablöse gesprochen. Also nein, das ist dann, glaube ich, schon aber ein Unterschied. Nein, die Analogie dürfte, lassen Sie mich bitte entfalten, nämlich Frau Rendi-Wagner hat ja gestern Abend bestätigt, dass es das Gespräch gegeben hat. Sie hat gesagt, ja, im Mai hat der Christian Kern schon wissen lassen, dass er an seine Ablöse denkt und hat mit ihr darüber geredet. Also ein Schelm, der dann nicht dabei denkt, na, worüber werden die beiden geredet haben. Und daher ist das Ganze, setzt sich in diesen merkwürdig, es hat sich dafür das Wort holprig eingebürgert, in diese holprige Übergangsphase ein. Die Wahrheit ist nämlich eine Tochter der Zeit. Das heißt, mit der Zeit kommt die Wahrheit heraus. So wie damals der Plan Zeiler Kern herausgekommen ist, wird auch die Planung von Christian Kern herauskommen. Und das Interessante ist aber jetzt, dass aufgrund des gestrigen Interviews offensichtlich der Haussegen schief hängt und dass da also nicht mehr alles so abläuft, wie man das geplant hat. Im Übrigen hatte man ja geplant, dass Kern bis zum Frühjahr Parteiobmann bleibt. Das wird ihm jetzt vergessen. Anfänglich hat es geheißen, er bleibt bis Frühjahr Parteiobmann. Und die Indiskretion, die das Ganze in die Luft gejagt hat, war ja insofern erfolgreich, weil die Leute, die das den Medien gesteckt haben, dass er gehen wird, und haben damit verhindert,
dass er ein halbes Jahr noch Parteiobmann bleiben konnte. Weil das waren die Landesparteiobleute, die gesagt haben, naja, wenn du gehst, dann gehst du. Und dann machen wir das aber nicht ein halbes Jahr lang, dass du Obmann bleibst und irgendjemand bereitet sich vor in der Hinterhand. Sondern man hat sofort gesagt, wenn, dann jetzt aber sofort. Jetzt lassen wir kurz. Nein, aber eine interessante Geschichte. Ja. Weil es zeigt so, wie ein Übergang eigentlich nicht gemanagt gehört. Und dass man es auch ein Irrtum ist, zu glauben, dass irgendetwas geheim bleibt in der Republik. Es kommt alles ans Licht der Tag. Ich möchte nur ganz kurz doch dazu was fragen, bevor du dem Andreas Kohl replizieren kannst. War es von Pamela Rendi-Wagner richtig, also ist es taktisch richtig, sich jetzt so öffentlich von ihrem Förderer Christian Kern zu distanzieren? Aus meiner Beobachtung war das eine relativ spontane Antwort auf eine Frage, die ausdrücken sollte, weil sie dauernd gefragt wird, was sagt Kern dazu? Ich finde das auch logisch an sich und ich finde ehrlich gesagt auch so einen Facebook-Eindruck der Gattin oder Twitter, Facebook, was auch immer, muss man etwas übers Geheimnissen. Ja, also Evelyn Steinberger-Kern ist also eine sehr naheliegende im Kanzler, aber sie ist keine politische Funktionärin. Also daraus jetzt einen großen politischen Streit in der SPÖ zu machen, ist etwas übertrieben. Aber ich wollte noch was sagen zum Ablauf. Wie ich beobachtet habe, hat Kern gesagt, spätestens bei der EU-Wahl würde er zurücktreten. Ja? Also keine Rede davon, dass es ein großer Plan war, wie überhaupt ich warnen würde, die große Planung in dem Ganzen zu sehen. Da hat der Josef Czap mit Recht gesagt, das war eine entsetzlich ungeplante Geschichte. Und weil jemand vor einem halben Jahr mit irgendjemand was gesagt hat, vielleicht werde ich zurücktreten und man muss das planen, also daraus würde ich zu viel reingeheimnissen, wie groß der strategische Plan des Kern war. Offensichtlich hat es keinen großen strategischen Plan gegeben. Es hat Überlegungen gegeben, würde ich sagen, verständlich, ja, aus seiner Sicht verständlich. Wie überhaupt, würde ich sagen, die Absicht ist ja logisch. Die Absicht ist, ich kann mich europäisch besser entfalten als in Österreich auf der Oppositionsbank. Das hat er schon länger gehabt, offenbar. Und hat es unter anderem auch mit René Wagner offenbar gesprochen. Aber daraus jetzt den großen René-Wagner-Plan zu machen, wie durch meine Intronisierung managen, finde ich überinterpretiert. Findet denn tatsächlich gerade ein... Da muss ich noch schnell replizieren. Bitte. Weil also so ein Unschuldslamm kann der Christian Kern nicht wirklich sein. Und dass man 3 Wochen vor dem Parteitag, der schon eingeladen ist, plötzlich den Rücktritt erklärt, das ist doch ein Überrumpelungsmanöver. Das ist doch ganz eindeutig, um seine Kandidatin aufs Ross zu setzen. Das anders. Ja, offenbar ist das ja jetzt schiefgegangen natürlich. Ich wollte sagen, die FPÖ hat ja durchaus auch Erfahrung mit so Wolken. So subtile Erfahrungen wie die beiden Herren aus den ehemals etablierten Großparteien haben wir nicht. Bei uns geht das anders unter Umständen. Oder ging das anders? Aber da kommen wir vielleicht dann später noch dazu. Aber das, was Czap sagt, ne? Wir wollen da nicht wie die ÖVP sein. Ne? Das kommt natürlich bei Andreas Kohl umgekehrt raus. So perfekt geplant ist der Königsmord in der SPÖ offenbar nicht gewesen, wie er in der ÖVP kurz gegen Mitterlehner sehr wohl funktioniert hat. Ne? Das muss natürlich der Zuseher sich durchaus sagen. Ungeübter ist die SPÖ, was die ÖVP schon seit Jahrzehnten. Wobei, eins muss ich sagen, diese Kaffeesatz-Deuterei, was jetzt die Frau meint und die, das ist ja irgendwo nicht interessant politisch. Politisch interessant ist, dass die SPÖ liegt als Oppositionspartei am Boden und hat offenbar diese Selbstzerstörungsphase noch nicht hinter sich gelassen. Und da gebe ich Professor Kohl recht, es ist im Interesse des Staatsganzen, der Demokratie, dass sich die einzige große Oppositionspartei einigermaßen da fangt und dass man da Alternativen der Regierung... Nein, das ist jetzt natürlich, von mir klingt das verlogen, ne? Es ist aber ehrlich, Herr Schaap, weil das haben wir einmal geprägt. Das ist ein Krokodil. Lassen Sie mich... Naja, so unrichtig ist das nicht, was Sie sagen. Natürlich haben wir kein großes Bedauern, aber an sich wissen wir, dass das wichtig ist. Ne? Schauen Sie, es ist für einen Gentleman selbstverständlich, dass man auf am Boden liegende nicht hintritt. Ne? Und die SPÖ ist jetzt am Boden liegend und ob die Frau Steinberger-Kern beleidigt ist, ist mir wurscht. Ne? Das ist eher eine Frage des Stils, dass man sich dann in eine politische, via soziale Medien, in eine politische Debatte einmengt. Ne? Und spontane Antworten von der neuen Parteivorsitzenden sind wahrscheinlich nicht gescheit, weil die dann solche Dinge auslesen. Wichtiger wäre doch, dass man sich da einmal klar macht, wie geht die SPÖ weiter, was macht sie gegen den Verfall der Sozialdemokratie in Europa.
Europa. Was für Konzepte hat sie denn als Alternative zur viel gescholtenen Regierung? Das ist wichtig. Ja, genau, der Meinung bin ich auch. Ich höre ja immer dem Präsidenten gerne zu, auch wenn er da jetzt sich quasi als Experte für Königsmord kurz darstellt und sagt, wie macht man es richtig, und die ÖVP und die SPÖ kann das nun immer nicht. Wie hat man es gemacht? Wie hat man es gemacht? Das schwingt doch, ja, schwingt doch ein bisschen so ein seminarartiger Beiton mit. Also jetzt sagen wir, vielleicht kommt das eh bald wieder in der ÖVP. Ja. Also ich will mich da nicht einmischen. Ich danke auch für die Anteilnahme. Ich danke auch für die Anteilnahme Seite, ja, und vor allem für den sportlichen Geist, dass sie nicht auch noch hintreten. Aber Sie werden sich noch wundern, wir liegen nicht am Boden. Ja, sondern es gibt, Sie werden das beim Parteitag dann schon merken, und Sie merken es auch jetzt schon. Also ist diese Chaosphase, das würde ich auch so bezeichnen, ist vorbei. Und jetzt wird Parteiprogramm, Organisationsfrage, alles mögliche. Aber es werden die Themen kommen, die Ihnen noch wehtun werden. Weil in dem Migrationspapier, das wir haben, und wo wir da ganz klar Integration vor Zuwanderung sagen, und wo wir da ganz klar auch Schritte planen würden, wären wir in der Regierung, die weit effizienter sind als das, was die jetzige Regierung sagt. Denn wir würden ja wirklich an die Wurzel des Problems gehen. Der Warum wandern? Ja, dann brauchen wir Wähler stimmen und dann würde das sofort umsetzbar sein. Aber wenn ich wirklich möchte, dass die Menschen, die wandern, eine Lebensperspektive erkennen wollen, dann muss ich mir wirtschaftlich was einfallen lassen. Dann muss ich mir von der EU was einfallen lassen. Dann muss ich mir einfallen lassen, was die Handelsverträge betrifft. Das waren die Ideen gewesen. Nicht bloß, dem Salvini ein Bussi geben ist zu wenig, weil mit dem werden sie das Problem nicht lösen. Sondern das Problem löst man, indem das großräumiger angegangen wird. Und für das haben Sozialdemokraten auch im Sinne ihrer, wir sagen, humanen Tradition eine Antwort, weil es geht ja da auch um Menschen, ja, und nicht bloß um Leute, aber die man irgendwie da notfalls auch ertrinken lässt. Jetzt müssen wir ganz kurz unterbrechen. Wir müssen nämlich eine kleine Werbepause abgeben. Ja, und nach der Werbung reden wir natürlich gleich weiter, vor allen Dingen, wie es mit der SPÖ eigentlich weitergeht und vor allen Dingen an Betracht natürlich auch der bevorstehenden Europawahlen 2019. Bleiben Sie also dran. Die Insider des Tages. Willkommen zurück auf OE24 TV bei unserer Insider-Runde und wir sind stehen geblieben bei Christian Kern. Der gibt ja den Posten des SPÖ-Chefs ab. Er wäre allerdings gerne Spitzenkandidat bei den Europawahlen 2019. Jetzt spricht seine Ehefrau von einem Volkssport gegen ihn, von einem österreichischen Volkssport des Kernbashings. Kann er denn dann überhaupt jetzt auch Spitzenkandidat für die EU-Wahlen werden? Findet so ein Bashing überhaupt statt und vor allen Dingen, wie geht es jetzt mit ihm da richtig weiter? Also er kann natürlich nach wie vor Spitzenkandidat der SPÖ werden. Die große Frage ist nur, ob er es noch will. Also es gibt, wenn man derzeit mit Roten redet, gibt es sehr viele Stimmen, die sagen, ui, hoffentlich springt er uns da jetzt nicht wieder ab. Es gibt auch ein Lager innerhalb der SPÖ und das sind nicht die, mit denen man vielleicht rechnet, die als die großen Kernkritiker gelten, sondern vielleicht andere, die sagen, nein, am besten wäre es, wenn er nicht antreten würde, weil dann könnten wir einen klaren Cut zu dieser kurzen Phase von Christian Kern als Parteichef machen. Andere warnen wieder darum, dann stehen wir ohne attraktiven Spitzenkandidaten da. Vertraute von Christian Kern sagen, nein, er will nach wie vor antreten, die Hand ins Feuer legen würde ich dazu sicher nicht. Und ich würde gerne, ich möchte dazu den SPÖ-Vertreter hier fragen, was Josef Czap glaubt, wird der Christian Kern der nächste Spitzenkandidat der SPÖ bei der EU-Wahl oder zieht er noch einmal zurück? Sagen wir so, es ist die Vorgangsweise etwas seltsam gewesen, dass er im Fernsehen, ohne dass es vorher einen Beschluss eines Organs der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gegeben hat, sich angemeldet hat für die Spitzenkandidatur. Da gibt es eigentlich dafür extra immer einen Parteitag oder einen Parteirat, der wird das endgültig zu klären haben. Es war die Ansage im Fernsehen, selbst die inhaltliche Ansage, dass hier ein ehemaliger Bundeskanzler einen Beitrag leisten möchte, dass in Europa nicht Kräfte die Oberhand gewinnen, die Europäische Union an sich in Frage stellen und glauben
ohne einer funktionierenden Europäischen Union kann man den Herausforderungen des Herrn Trump oder aus China oder aus welchen wirtschaftlichen Entwicklungen sonst auch immer bestehen, dagegen wirken möchte, das ist ein sehr positives Signal gewesen. Ob er das selbst persönlich macht, oder ob das der Herr Timmermans macht, oder ob das der Herr Moscovici macht, oder wer auch immer, das ist auf europäischer Ebene zu beantworten. Wird er für die österreichische Sozialdemokratie antreten? Ja, das wird er getragen vor allen Dingen. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment, jetzt, in der Sekunde, ist es so, dass er der Kandidat ist. Ja, Entschuldigung, also, da muss man jetzt schon was dazu sagen. Das wird ja die Nagelprobe für den Zustand der SPÖ sein. Nicht, ob der Herr Kern Spitzenkandidat ist, sondern wie und wie hoch die SPÖ diese Wahl verlieren wird. Ne? Weil mit und ohne Spitzenkandidaten Kern schaut es vorläufig einmal so aus, dass diese Europawahl für die SPÖ ein Fiasko werden dürfte. Man glaubt doch nicht, schauen Sie, Barroso war auch ein abgewählter nationaler Regierungschef und ist dann halt Kommissionschef und so weiter geworden. Das ist vielleicht ein bisschen im Hinterkopf vom Kern da gewesen, als er gesagt hat, er wird auch für die europäische Sozialdemokratie antreten. Nur zuerst muss man mal im Land das Vertrauen der Bürger bekommen bei dieser Wahl. Und da sehe ich für die SPÖ schwarz. Richtig, aber Sie haben den Blick des Flunkerns, wenn ich Sie anschaue. Die wissen ganz genau, was Sie jetzt gesagt haben. Das entspricht nicht den Umfragen, die wir wissen und die wir auch kennen. Die wir auch kennen. Die SPÖ die Frage ist andere. Die Frage ist die programmatische Ansage, wie soll es mit der Europäischen Union weitergehen? Wie soll sich die den großen Fragen wirtschaftlich, der Migration, der Digitalisierung, der Herausforderung aus den USA gegenüber Russland. Wie soll man sich dazu stellen? Sie glauben, dass ein auf der ganzen Länge gescheiterter SPÖ-Chef da die Antwort geben wird? Darf ich mich vielleicht in den Dialog einmischen? Ja, ein bisschen. Also ich glaube dass Kern auch hier sich natürlich etwas überlegt hat, wie er gleichzeitig seine Spitzenkandidatur für die europäische Sozialdemokratie angemeldet hat. Und das ist schon klar. Da ist die Nominierungsfrist am 18. Oktober vorbei. Das ist lange, bevor die SPÖ entscheidet über einen Spitzenkandidaten. Ja, gut, so. Da wird es 3-4 Kandidaten geben im sozialdemokratischen Lager. Wenn es Kern schafft, da Spitzenkandidat zu werden der europäischen Sozialdemokratie, dann wäre es ein Wahnsinn von der SPÖ, ihn nicht als Spitzenkandidat in Österreich aufzustellen. Das heißt, das eine bedingt das andere, das hat er sich schon sehr genau überlegt. Und damit, ich unterstelle ihm Planfähigkeit, das war auch ein Plan. Nur die Schwierigkeit ist, dass die Sozialdemokraten natürlich gewichtige andere Persönlichkeiten haben. Er spielt da ein ganz hohes Risiko. Denn wenn Timmermans, der holländische Vizepräsident der Kommission, seinen Hut in den Ring wirft und noch Moscovici, Moscovici wird der nächsten Kommission nicht angehören, er gehört nicht zum Lager von Macron, daher sucht er was. Also der wird kandidieren und der Timmermans wird auch kandidieren. Ob in dem Rennen dann Kern siegt, ist völlig offen. Und wenn er nicht siegt, dann wird er auch nicht SPÖ-Kandidat. Aber selbst wenn, hat er deswegen die Wahl in Österreich noch lange nein, gewonnen? Nein, das hat nicht gewonnen, aber es hat einen Einfluss. Aber wenn er nominiert wird von den europäischen Sozialdemokraten, dann wird er in Österreich nominiert. Und das hat auch erhöht die Chancen der SPÖ in dieser Wahl. Für mich ganz eindeutig, ja. Die Österreicher haben es immer gern, wenn ihr Spitzenmann international noch vorkommt. Also da hat er sich was überlegt, das unterstreicht wiederum, dass da einen Plan gegeben hat. Nein, einen Plan gegeben, man ist ja kein Dummer, er hat schon eine gewisse Ansicht, aber ich stimme da völlig zu. Die Entscheidung fällt, ob er europäisch gute Chancen, das kann man dann abschätzen, hat. Und wenn er sie hat, wird er natürlich von der SPÖ, nehme ich an, als Beobachter nominiert werden, weil ja auch alle Umfragen bis jetzt zeigen, dass er nach wie vor die besten Werte hat in dieser SPÖ. Ja. Das ist aber unter den potenziellen SPÖ-Wählern für den Dings. Ja. Wenn das nicht ist, was durchaus möglich ist, weil es gibt gewichtige andere Kandidaten auch, dann wird das, glaube ich, selber nicht mehr machen wollen. So ist und es. Dann wird die SPÖ halt jemand anderen kandidieren. Schiele ist in Position. Ja, also, weiß sein nicht, Vater war schon großer Europäer. Ja, aber hör mal auf mit den Familiengeschichten. Also wir brauchen alle die Ehe, die Ehe des Ehepaars. Nein, aber den Peter Schiele kann man schon erwähnen. Den ja, aber das ist nicht automatisch. Vater, ich weiß, Vater und Sohn sind nicht automatisch, also immer gleichzusetzen. Es ist wirklich völlig logisch, wenn es nicht wird, ja, ich könnte auch Ihre Erfahrung da einbringen, wenn es nicht wird, ist die Chance relativ groß, dass er sagt,
dann mache ich es halt nicht, weil, ich möchte nur dazu korrigieren, er hat ja nicht gesagt, er wird es, sondern er kandidiert. Er kandidiert für die Spitzenposition, das war vielleicht, kann man diskutieren, ob das taktisch, strategisch klug war, das so zu machen, aber er hat jetzt einen Hund in den Ring geworfen, wie es so schön heißt. Und ich würde sagen, er ist ja gescheitert, nicht, oder gescheitert, aber zumindest in Frage gestellt, nicht an der Ansage an sich, wie der Josef Czap das mit Recht sagt und wo alle anderen, das ist ja wohl kein schlechter Plan gewesen oder keine Absicht gewesen. Nur die Art, wie das gemacht wurde, das war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber woran lag es denn? Die Art hat sie ja selbst eingestanden, dass das ein bisschen holprig sozusagen über die Bühne gegangen ist. Wo liegen denn da die Fehler? Kern an ihm selbst? Na sicher, Kern war der Regisseur. Die Pamela Rendi-Wagner hat gesagt, sie war die Passagierin und der Regisseur trägt die Verantwortung, ganz klar. Und das war auch erkennbar. Und die Partei ist nicht einig, das ist ja der entscheidende Punkt. Ja. Kann sie die denn einen? Ist Pamela Rendi-Wagner eine, die linken und rechten Flügel zusammenbringt? Ich wünsche sehr, dass sie das kann, dass so etwas kann man können. Das kann man, kann sie machen. Nein, ich brauche kein Beitrag. Ich spreche aus meiner Erfahrung. Man kann derartige Zwistigkeiten kann man überbrücken. Nur, der Start ist auf diese Weise schwierig. Und das, was man in den letzten Tagen von den diversen Protagonisten gehört hat, was man aus Wien gehört und so weiter, ja bitte, Alois Mock war Oppositionsführer viele Jahre und zugleich Klubobmann. Und das hat nie eine Schwierigkeit gegeben. Daher kann Pamela Rendi-Wagner Klubobfrau und Parteiobfrau sein. Wenn man jemand sagt, das geht miteinander nicht, dann stimmt das ganz einfach nicht. Und dann stellt man aber fest, dass diese Zwistigkeiten, die auch zu dieser überfallsartigen Vorgangsweise des Christian Kern geführt haben, dass die nach wie vor bestehen. Und dass sie da eine große Aufgabe hat, bei der ich ihr viel Glück wünsche, mit Fingerspitzengefühl. Aber sie war ja schon im Wiener Vorstand der SPÖ. Aber Entschuldigung, das war du weißt sehr doch, gutes Gespräch. Genau, Freund ist da eine Theorie. Und ausnahmsweise warst du nicht dabei jetzt in dem Wiener Vorstand. Noch nicht. Gesessen im Wiener Vorstand und du warst jedenfalls noch nicht dabei. Und ich kann nur sagen, dass das dort sehr freundschaftlich ausdiskutiert ist und Wien war einfach verärgert über die Art und Weise, wie der Regisseur Kern das über die Bühne gebracht hat. Aber ist Kern dann eigentlich vom Tisch, wenn er eben nicht Spitzenkandidat wird? Ist dann die politische Karriere schlichtweg beendet? Hat er dann noch Alternativen? Gibt es in der staatsnahen Wirtschaft einen Supermanager-Posten? Oder wird er vielleicht ein einfacher die Frage jetzt im Raum ist, wenn er nicht mehr antritt als Spitzenkandidat, ist natürlich die politische Karriere von Christian Kern zumindest vorbei. Wird er zum Busenbauer. Die Frau hat die Firma schon, auch wenn das nichts zu tun hat. Und er tritt in die Firma seiner Frau und verstärkt das Team seiner Frau. Doch nichts Schlechtes. Kehren wir noch ein bisschen zurück. Ich finde wesentlich spannender als was mit Kern vielleicht oder was wird, ist was wird mit Rendi-Wagner. Und ich glaube nur jetzt als mediale Beobachter, dass die, also ich finde auch eine wahnsinnig schwierige Position. Ja, also fast. Das ist ein bisschen falsch mit der Trümmerfrau, also, aber wirklich. Trümmer ist aber ein guter Sache. Aber die ersten Auftritte waren einfach medial sehr gut, sehr geschickt. Haben gutes Echo gehabt, überall. Sie ist nicht unfällig, in einer Umfrage von UNIQ, glaube ich, war das, im Heute, ist sie sogar über Kurz oder im Profil, ist sie vor Kurz gelegen, glaube ich auch nicht, das sind so Momentaufnahmen, aber sie hat beste Chancen, weil sie was Neues in der SPÖ ist, ja? Das, oder für die SPÖ-Wähler. Ich glaube, viele SPÖ-Wähler wollen das nicht mehr, das Alte, und wollen nicht mehr die Streitereien, die persönlich. Und da kommt jemand ganz Neuer. Das ist ähnlich wie Kurz. Das Problem ist nur, dass Kurz das über Jahre in einer ganz kleinen Gruppe machiavellistisch geplant hat. Keiner weiß ja machiavellistisch. Nein, eine kleine Gruppe, wo sie ausnehmen. Aber Zufälle waren das auch nicht. Ja, Zufälle. Nein. Also das war wirklich strategisch. Ehrlich, war für das Interview, was sie mit den
Armin Zeitung. Wolf geführt hat, exzellent. Ja. Der Armin Wolf hat eins seiner härtesten Interviews hier mit der Pamela in die Wagner geführt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, sie hat das wirklich exzellent das gut fürs gemacht. Erste Mal. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also wenn man das nicht so vorbereitet wie die Kurztruppe, sondern wenn man sozusagen da ganz schnell spontan hinein und spontan hineinkommt, war das wirklich so gut. Und warum kann man nicht einmal eine eloquente, kompetente Frau wir freuen uns und das Bind? Ja, klar, das sind alle Staatspolitiker. Jener Nationalratsvorsitzende, der gesagt hat, kein Neid in damals im Hinblick auf das Antreten der Eva Klawischnik. Ne? Ja, genau. Das war später. Ja, also, das mit der Marxistin war später. Die ist ja jetzt bei der Novomatic als Marxistin. Ja, auch, ja. Aber schauen wir uns doch das Bild das an. Los, da hast die junge, eloquente, kompetente Frau, als die Spitzenfrau der Sozialdemokraten. Und dann hast du den blauen Vater Strache, der schon langsam in die Jahre kommt. Und dann hast du den jungen, schwarzen Kurz den Sohn. Und mit diesem Bild, glaube ich, kann man echt realisieren. Ja. Nämlich die nicht die beiden. Na, welche Rolle spielt sie dann in der Familienaufstellung, in der Innenpolitischen, die Sie da schildern? Nein. Also die ÖVP kann nur sagen... Die Rolle der Erneuerung und der Verjüngung. Vielleicht. Aber muss ich, man muss die, also hier die ÖVP fürchten, dass da jetzt eine Frau... Konkurrenz ist. Belebt das Geschäft. Genau. Das ist ein alter Grundsatz. Ja. Es wird, ich glaube, dass Perfididen, die es bei Christian Kern gegeben hat, ich sage Plan A, ohne Wissen des Koalitionspartners, oder Thal Silberstein mit all dem, was zusammenhängt. Ich glaube, dazu ist Pamela Rendi-Wagner nicht fähig, sondern es wird... Sie hat keine, wenn ich die Person richtig einschätze, ist sie so nicht gestrickt, dass sie diese Dinge macht. Und vielleicht ist sie auch eine passende Ausstiegspartnerin für die ÖVP aus dieser Koalition. Nein, das ist der Wunschtraum der Herrn Rauscher und Bellinger, die also immer, das glaube ich überhaupt nicht. Ich muss dazu sagen, dass also im Gegensatz, was da jetzt gesagt wurde, Kurz hat natürlich 10 Jahre Zeit gehabt, sich in einer Spitzenfunktion als junge Volkspartei-Obmann vorzubereiten. Der war kein Quereinsteiger. Der hat all die Dinge. Naja, Obmann einer Teilorganisation, das bringt ein Netzwerk über ganz Österreich. Dann war er Staatssekretär, zur Überraschung zuerst totgesagt. Dann blendend bestanden, dann Außenminister. Berufspolitiker. Aber das heißt zusammengefasst, Pamela Rendi-Wagner macht es bisher gut, diese holprige Übergabe. Sie besteht sozusagen vor den ersten kontroversen und kritischen Medienfragen und muss sozusagen die Roten jetzt erst einmal den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich glaube aber, das ZIP-2-Interview ist nicht gut gelungen, weil zwei Dinge, diese Geschichte, dass die Intrige zugegeben wurde und die Konkurrenz zu Kern, du weißt aber nicht die primäre Zielgruppe. Also schau, mir hat es auch gefallen. Na, dann aber, ist sie okay. Aber diese, schau, ich bin ja kein Adorant, so wie du. Nein. Also man muss doch sehen, dass es da zwei Anknüpfungspunkte für weiteren Storytelling und so weiter gibt. Ja, wir sehen das auch positiv, ja. Es bleibt also innerhalb der SPÖ und bei den Sozialdemokraten spannend, vor allen Dingen, wie es natürlich weitergeht in Personalfragen, wie sich Pamela Rendi-Wagner nun wirklich schlagen wird, was Christian Kern eben auf dem womöglichen Europaparkett ausrichten kann und vor allen Dingen natürlich auch der Landesparteitag, welche Entscheidungen da getroffen werden. Wir gehen ganz kurz in eine Werbepause und sind gleich wieder zurück und dann möchten wir über Jörg Haider sprechen. Bleiben Sie also dran. Die Insider des Tages. Willkommen zurück auf OE24 TV bei den Polit-Insidern. Der Todestag von Jörg Haider, der jährt sich bald zum 10. Mal. Und genau deswegen wollen wir natürlich über ihn und über das Leben noch einmal sprechen. Isabel, warum blickt man jetzt, abgesehen von diesem Jahrestag, noch einmal zurück? Was tut sich da genau? Also man blickt vor allem wegen dem Jahrestag zurück, aber der Jörg Haider war natürlich ein Ausnahmepolitiker, der das Land gespalten hat, aber bis heute extrem beeinflusst. Es sitzen ja quasi mit Andreas Mölzer, kann uns das erklären, er war ja sehr viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte in der FPÖ, hat da sehr viel quasi ausgelöst, hat sich dann abgespaltet und Andreas Mölzer war ja das erste einer seiner
Mitkombattanten, ich glaube, so kann man das ausdrücken, schlagende Burschenschaft, da haben eine große Rolle gespielt. Dann hat sich der Jörg Haider von denen verabschiedet und es kam zu einer Parteispaltung. Aber ich möchte den Andreas Mölzer da was anderes noch fragen. Das berühmt-berüchtigte Anti-Ausländer-Volksbegehren, das die FPÖ Österreich zuerst genannt hatte, 1993 hatte damals 300.000 Menschen auf die Straße gebracht, darunter übrigens auch viele von der ÖVP, die dagegen demonstriert hatten. Heute sind 9 dieser 12 Punkte, die damals so polarisiert hatten, Teil der Regierungspolitik oder der Realität schon. Hat sich die FPÖ da quasi jetzt eigentlich schon, ist die Geschichte der FPÖ eigentlich fertig, weil sie haben eh schon erreicht, was sie wollen? Ich habe diese 12 Punkte, wenn ich mich richtig erinnere, sogar formuliert. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie genau gelautet haben. Aber Tatsache ist die, dass damals zwar 300.000 auf die Straße gegangen sind, aber noch etliche mehr das Volksbegehren unterschrieben haben, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Aber weit weniger und als erwartet. Nein, aber weit mehr als auf die Straße gegangen sind. Ne? Ich weiß nicht, wie viel, 400.000 und sowas. Ne? Knapp 400.000. Wie auch immer. Und dass offenbar die Umstände der politischen Entwicklung in Europa, auch in Österreich, es erfordert haben, dass Regierungen, und das waren ja seitdem in der Mehrheit keine freiheitlich dominierten Regierungen, sondern eben rot-schwarze oder schwarz-rote, diese Dinge umsetzen mussten. Und das sagt an sich etwas über die Qualität dieser Forderungen aus. Aber lassen Sie mich grundsätzlich was sagen über Haider, der ja im Moment wie ein Untoter, wie ein Wiedergänger durch die Medien geistert. Und diese Aufmerksamkeit, die man ihm 10 Jahre nach seinem Ableben schenkt, zeigt schon, dass er, jetzt völlig wertfrei gesagt, ne, ob positiv oder negativ, das will ich jetzt gar nicht sagen, eine der prägenden Persönlichkeiten in dieser Zweiten Republik war, der als Oppositionsführer, als Oppositioneller, als Volkstribun unter Anführungszeichen gegen den schwarz-roten Proporz und gegen diese Dinge Bleibendes gemacht hat. Ne? Wie weit das sich auswirkt bis heute in diese Koalition, die wir jetzt haben, in diese bürgerliche oder Mitte-Rechts oder wie Sie wollen, das lässt sich schon schwerer sagen. Ne? Tatsache ist, dass er natürlich die FPÖ, die vorher so etwas wie eine nationalliberale Honoratiorenpartei war, zu einer plebiszitären Emanzipationsbewegung, wenn Sie so wollen, rechtspopulistischen Partei, wie das immer heißt, gemacht hat. Und sie, diese Emanzipationsbewegung, wenn sie auch jetzt in der Regierung ist, ist sie natürlich geblieben unter Strache und hat damit eben ganz andere Wählerpotenziale ansprechen können, schon unter Haider und auch jetzt unter Strache. Ne? Und das ist, glaube ich, das Bleibende von ihm. Ne? Andere Facetten seines Charakters, seiner Persönlichkeit, das ist, würde zu weit gehen. Das lassen wir, Andreas Kohl, Sie waren ja einer der Architekten von Schwarz-Blau 1. Wie stark prägt denn Jörg Haider die Regierungspolitik von Schwarz-Blau 3 mittlerweile noch den Regierungsalltag? Sie haben das also ja damals erlebt. Ich glaube, die derzeit Regierenden sehen sich nicht als Fortsetzung der schwarz-blauen Koalition, wollen sich auch nicht als solche sehen, denn sie sind keine Epigonen. Das heißt also, es sind auch völlig andere Voraussetzungen. Damals hat der zweitstärkste und der drittstärkste gegen die stärkste Partei eine Koalition gebildet. Der Parteiobmann der zweitstärksten Partei war nicht im Kabinett. Im Club war ein total gespaltener Club, der zu einem gewissen Teil bei der FPÖ geführt von Ewald Stadler vehement gegen diese Koalition gearbeitet hat. Und daher ist diese Koalition eigentlich in sich zusammengebrochen. Und jetzt ist ein völliger Neubeginn mit anderen Voraussetzungen. Kurz hat die Wahl gewonnen, der Parteiobmann des Partners sitzt im Kabinett, es gibt keine Streitereien, es gibt keine Fernsteuerung, es gibt zwei geeinte Clubs. Das heißt, das kann man nicht vergleichen. Wo man allerdings schon eine gewisse Kontinuität sieht, das ist die Wendeagenda, die sich ja in Österreich seit 1987 entwickelt hat, dass man sagt, von der Kreisgepolitik eine andere Art, Budgetsanierung und ähnliche Dinge, Entstaatlichung, Bürokratiereform, Föderalismusreform, diese Dinge, da hat sich eine Wendeagenda entwickelt worden. Davon hat einen Teil die Regierung Schüssel-Riss-Passau abgearbeitet, Entstaatlichung zum Beispiel, und ein Teil ist nicht abgearbeitet worden. Da setzt jetzt zum Beispiel Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalten, das war ein Spitzenpunkt immer von Jörg Haider, der wird jetzt umgesetzt. Aber es gibt vielleicht inhaltlich Anknüpfungspunkte, aber keine Kontinuität.
Ein wesentlicher Punkt scheint mir in der Einschätzung bis heute zu sein, die Wandlung in der FPÖ. Nicht die FPÖ, nicht nur jetzt die ideologische, die Mölzer skizziert hat, sondern auch die machtinterne. Nicht? Also Haider hat da versucht, die Macht der Burschenschaften zurückzudrängen, sogar auszuschalten. Mit diesen Dingen wie Buberl-Partei und die wurde ja auch dann heftig kritisiert. Ja, das muss man schon kommentieren. Und das ist aber schon ein wesentlicher Punkt, der heute völlig anders ist. Das heißt, die FPÖ ist in dem Punkt wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt, ist eine Burschenschafterpartei im Wesentlichen, deutschnationale Burschenschafter. Während Haider versucht hat, mit mehr oder weniger Erfolg, auch andere bunte Vögel in die FPÖ zu bringen und damit für neue Wählerschichten attraktiv zu machen. Darf ich noch was dazu sagen? Die bunten Vögel beschäftigen jetzt seit langen Jahren die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Also das sagt ein bisschen über die Qualität. Ne? Und diese viel davon ist so bunt, war der Naja, es gibt schon ein paar. Ne? Aber auf jeden Fall. Aber die vielgescholtenen Burschenschaften, das sind halt das akademische Kernpotenzial dieses politischen Lagers. Das ist genauso, wenn man sagt, schrecklich, dass in der ÖVP früher zumindest so viele CVA das jetzt Reden gehabt haben. Oder so viele BSA-Mitglieder in der SPÖ. Es gibt ja kaum CVA in der Regierung. Aber da muss man natürlich schon das eine sagen, dass das eine normale Entwicklung ist einer Partei, die sagt, wir müssen halt auf qualifizierte Leute zurückkommen und da hast du halt das akademische Potenzial. Ne? Und Haider hat die nicht zurückgedrängt, weil er irgendwas ideologisch dagegen gehabt hätte, sondern weil sie ihm unbequem waren, weil das halt kritisch Leute sind, auch querulativ oft. Oder? Und der Haider will es bequem haben und hat seine Ja-Sager-Partie, seine Buberl-Partie, seine Ohrenbläser und Kriecher, die hat er halt bevorzugt. Das war einer seiner schweren Fehler. Ich meine, da wird mir richtig warm ums Herz, wenn ich diese Analyse da will. Ich habe mich da abgequält in zwei Büchern, jetzt wieder in kein Blatt vor dem Mund, in meinem neuesten Buch, wo ich diese Zeit aufarbeite und wo ich schon feststellen muss, also Haider war bei der SS, bei dem ehemaligen SS-Land in Grumpendorf und er hat sich immer wieder an diesen nationalsozialistischen Gedankengut tabubrechend, provozierend angenähert und hat aber umgekehrt wiederum, das war so widersprüchlich in seiner Persönlichkeit, mit ihm war ich einmal in Rom bei einer außenpolitischen Ausschusssitzung und wie wir zurückgeflogen sind, hat er sich unterbrochen mit einem Rabbiner unterhalten, um zu dokumentieren. Er ist natürlich kein Antisemit und sucht da die Nähe. Also es war irrsinnig widersprüchlich und er wollte natürlich polarisieren, eine andere Republik, autoritär, Bundespräsident, Bundeskanzler, zusammenlegen, die Kompetenzen, wenn wir dann, wie hat er so schön gesagt, die Redaktionen in den Zeitungen, ordnen. Aber ich glaube, Autorität ist das Wort plebiszitär, aber das, was nein, aber ich will gerade einen Unterschied sagen. Ich bin umgekehrt, ich bin natürlich dagegen, dass das jetzt schon wieder eine schwarz-blaue Regierung ist. Ja, jetzt haben wir uns so bemüht, dass das ein Ende findet. Ich bin ja schon wieder dagegen. Aber die bemühen, aber sie haben sich hingesetzt. Steht mit beiden Füßen in der Vergangenheit. Haben sie, Moment, jetzt bin ich in der Zukunft. Aber sie haben sich hingesetzt und haben gesagt, und welche Fälle aus dem Jahr 2000 wiederholen wir nicht. Und sie werden vor allem, sie sind homöopathisch in der Strategie. Ja? Sie sagen auch Zusammenhang der Sozialversicherung. Sie sagen auch, jetzt übrigens, der Kickl hat da sogar gesagt, naja, Moment, kritischen Medien, was heißt das? Wieso sollen wir denen irgendwelche Informationen geben? Das ist ein bisschen in Anlehnung dessen, was 2000 bis 2006 war. Das hat er vom Kreisky gelernt. Ich würde eher sagen, dass das war Kreisky. Das war Kreisky. Aber ich sage nur, der Kreisky ist den Journalisten. Es ist so, nicht in der Vergangenheit. Es ist so interpretierbar. Ich glaube, in der Strategie ist das schon so. Aber ich finde, und da gehöre ich zu denen, die sagen, wenn sich einer gegen Rassismus ausspricht und gegen Antisemitismus ausspricht, dann ist das aber einmal eins zu eins zu nehmen. Ja, ja. Das war die Rede beim Akademikerball. Und das war nicht gut, aber das ist einmal jedenfalls einmal eins zu eins zu nehmen. Ja. Und trotzdem muss man aber aufpassen. Und trotzdem gibt es immer wieder so einzelne Personen, die halt dann wieder in der Öffentlichkeit sind und die Liederbücher und so weiter. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist in Wahrheit die ÖVP. Denn die ÖVP macht das jetzt schon wieder, diese Koalition, und will die Republik umbauen, aber in der homöopathischen Phase, ein bisschen vordemokratischer, ein bisschen zurückführen alles. Also sie macht hier eine Politik, wo ich mir manchmal gefragt habe, was hätte eigentlich Kurz anders gemacht, als Mitterlehner damals verhandelt hat, damit sie auch nicht zu Neuwahlen beim Plan A kommt. Was hätte Kurz anders gemacht? Na, gar nichts hätte er anders gemacht. Der Kurz hat ausschließlich den Plan gehabt,
wir haben die Agenda, da gebe ich dir recht, es gibt eine Wendeagenda, nur mit Samtpfoten. Also wenn man hinten ein leises Schnurren hört und die Pfoten aufdrückt, existiert die neue Regierung. Aber jetzt muss ich eine interessante Frage stellen. Der Herr Chap war ja einer jener, ja, der in der SPÖ auch dafür plädiert hat, so hörte man, dass man unter Umständen gegenüber der FPÖ zumindest zu Gesprächen offen sein sollte. Ne? Immer mit allen Gesprächen. Was bedeutet das denn für die Frau Rendi-Wagner, um den Bogen zu schließen, würde die im Hinblick auf die Zukunft der SPÖ auch in Richtung FPÖ unter Umständen? Aber wir leben, nein, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin der Auffassung, das ist eine demokratisch gewählte Partei. Mit der muss man sich kritisch auseinandersetzen, wie mit anderen Parteien auch kritisch auseinandersetzen. Es gibt sehr viele Unterschiede in der Programmatik und in der Zielsetzung. Das hat dazu geführt, dass es nie zu ernsthaften Gesprächen gekommen ist. Ich habe sogar mal den Auftrag gehabt, mit allen Parlamentsfraktionen 2008 Gespräche zu führen, oder was 2013, Gespräche zu führen, ob es hier Berührungspunkte gibt, auch mit den Freiheitlichen. Und die Berührungspunkte, die Schnittmengen waren zu gering. Das war vor allem bei so familienpolitischen Sachen, bei bildungspolitischen Sachen, bei europapolitischen Sachen. Weil wie geht man mit der Freiheitlichen Partei? Ich sage nur, das war damals, und das ist an all diesen Dingen gescheitert. Aber ich bin für eine Gesprächskultur und bin gegen jede Form von Ausgrenzung, auch gegenüber den Jetzt muss ich noch auf die ÖVP zurückkommen. Haben Sie mir also die Kurve geschnitten, sozusagen. Ja, lieber Josef Schapp, ich verstehe dich schon, du hättest gern, dass die ÖVP mit der FPÖ eine genauso erfolglose Politik führt, wie es die SPÖ mit der ÖVP getan hat. Natürlich muss der Staat umgebaut werden. Wir müssen vom Budgetdefizit runterkommen. Wir müssen von den Schulden runterkommen. Wir müssen den Hochsteuerstaat begrenzen. Wir müssen die überbordende Bürokratie begrenzen. Wir müssen den Wirtschaftsstandort pflegen und verbessern. Das sind alles Dinge, die im Streit um Gesamtschule und um Erbschafts- und Vermögenssteuer zugedeckt wurde. Ein Streit, ein fruchtloser Streit, der bei Faymann schon begonnen hat, von Kern überraschenderweise fortgesetzt wurde und jede Koalition handlungsunfähig gemacht hat. War das nicht ein künstlicher Streit? Nein, das war kein Streit. Wollte man nicht eigentlich die Koalition als handlungsunfähig darstellen? Das war kein künstlicher Streit und die Wahl gewonnen hat der Sebastian Kurz mit der Migrations, natürlich. Ja, natürlich, weil er das wesentliche Anliegen der Bevölkerung ernst genommen hat und gangbare Wege gezeigt hat mit Praxis. Und das Zweite, weil die Leute bis hierher von der Streitkoalition gehabt haben, von 2006 weg hat die Große Koalition nur gestritten. Und wenn man sieht, ich schreibe nämlich jetzt gerade ein Buch, die Wende geht weiter. Aber jetzt. Und das zeige ich sehr schön, wie in diesen 10 Jahren nichts weitergegangen ist. Jetzt außer Streit. Aber das war mit der ÖVP. Jetzt kommen wir noch mal kurz zurück zu Jörg Haider, um das jetzt abzurunden, weil wir am Ende unserer Sendezeit angelangt sind. Ich glaube, dass das Ende sozusagen eigentlich das, was der Jörg Haider, also oder was sehr, sehr viele Jahre das Erfolgsrezept von Jörg Haider war, hier sehr gut zum Tragen gekommen ist. Nämlich genau diese Spannungen zwischen Rot und Schwarz. Jörg Haider tatsächlich in sehr vielen auch Hintergrundgesprächen mit mir immer gesagt, seine besten Wahlhelfer seit 1986 bis zum Schluss waren SPÖ und ÖVP. Das war künstlich. Der Schüssel und der Kurz haben die gleiche Strategie gehabt. Künstlicher Streit, um wechseln zu können. Aber überhaupt kein künstlicher Streit. Hoffentlich trifft es nicht die FPÖ. Also der Plan A ist hinterhältig. Der Plan A ist hinterhältig, ohne Wissen des Koalitionspartners, von Kern präsentiert worden mit dem Ziel, Neuwahlen zu machen. Überhaupt mit niemand besprochen. Mit niemand besprochen, ja, natürlich. Stell dir mein Buch. Das ist die Wahrheit. Signier's. Vielen lieben Dank, dass Sie unsere Gäste waren beim Politinsider. Wir machen jetzt weiter mit den spannenden Nachrichten des Tages und schön, dass Sie zugeschaut haben hier bei OE24 TV.